In den nächsten gut 15 Minuten haben wir hier an dieser Stelle die Tipps und Trends für Sie. Dazu wieder hallo und herzlich willkommen. Ja, es gibt viele gute Gründe zum Fahrradfahren. Und sei es nur die Liebe zum Fahrrad, zur Natur oder auch der Weg zur Arbeit. Zweiradlemmle in Bad Grönenbach bietet Ihnen alles rund ums Fahrrad. Firmengründer Ernst Lemmle hat sich vor 40 Jahren vor allem als Spezialist für Rennräder einen Namen gemacht. Heute sind E-Bikes in allen Variationen der neue Schwerpunkt. Wir waren vor Ort und haben mit den Verantwortlichen in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut. Man spürt den Stolz, der bei Zweiradlemmle herrscht. Dieses Jahr feiert das Familienunternehmen sein 40-jähriges Jubiläum. Heute sind auf großen, weiten und freundlichen Flächen die neuesten Fahrrad- und E-Bike-Trends zu sehen. Angefangen hat er aber alles buchstäblich beim Firmengründer zu Hause in Wolfertschwenden. Wir haben daheim angefangen, im Keller, Garage und Wohnzimmer. Und da haben wir angefangen, Rennräder zu bauen. Das war unsere Leidenschaft. Und nach kurzer Zeit ist das daheim in der Räumlichkeit in der Kleinwoger. Dann sind wir umgezogen nach Bad Grönenbach ins Kino. Und da haben wir dann alle zwei, drei Jahre mal vergrößert, angebaut, umgebaut, Bürogebäude angebaut, wo wir heute immer noch sind und das nach 40 Jahren. Und die Leidenschaft für Fahrräder ist immer noch geblieben. Mit Tochter Julia ist inzwischen auch die nächste Generation im Unternehmen tätig. Sie will am Erfolgsrezept mit Top-Marken, individueller Beratung und günstigen Preisen festhalten. Und speziell im Jubiläumsjahr auch an weniger glückliche Menschen denken. 40 Jahre Zweirad Lemmle. Wir haben für euch tolle Jubiläumsangebote zusammengestellt. Dabei wollen wir aber auch was zurückgeben. Wir haben uns überlegt, ein Losgewinnspiel zu veranstalten, das zwei Kinderorganisationen im Allgäu zugutekommt. Bitte helft uns, damit möglichst viel zusammenkommt. Steinschläge sind doch eine recht alltägliche Sache auf Deutschlands Straßen. Oft sind verschmutzte Fahrbahnen oder Witterungsverhältnisse die Ursache, aber auch große Windschutzscheiben bieten inzwischen mehr Angriffsfläche. Haben Sie einen Steinschlag entdeckt, dann sollten Sie möglichst schnell handeln. Aus Sicherheitsgründen, aber auch, damit Ihre Scheibe nicht weiter reißt. Bei Allgäuer Autoglas wird Ihnen schnell und unkompliziert geholfen. Dieser Steinschlag ist vom Kunden von Allgäuer Autoglas gleich mit einem Pflaster versiegelt worden. Gut, denn so kann Harald Brach gleich mit der Reparatur der Frontscheibe beginnen. Wären Wasser oder Schmutz eingedrungen, müsste das alles erst noch aufwendig gereinigt werden. Ein Steinschlag kann nur repariert werden, wenn er noch nicht nass geworden ist, beziehungsweise wenn er trocken geblieben oder wieder getrocknet ist. Deshalb sollte man bei einem frischen Steinschlag ein Pflaster draufkleben. Die Reparatur selbst übernimmt bei Allgäuer Autoglas eine Erfindung von Harald Brach, der Gecko. 4.500 Stunden Entwicklungszeit sowie 12 Einzelpatente stecken in dem Apparat mit dem ungewöhnlichen Namen. Das hat was mit dem Verfahren zu tun. Gewöhnlicherweise muss man Reparaturgeräte gesondert an der Scheibe befestigen und der Gecko hält sich selbst an der Scheibe fest. Es erzeugt als einziges ein sogenanntes trockenes Vakuum, also ohne störende Flüssigkeiten. Nachdem das Vakuum erzeugt worden ist, wird ohne Vakuumverlust die Reparaturflüssigkeit eingebracht und dann repariert das Gerät von selbst. Der Vorteil des Geckos ist die gleichbleibend höchste Qualität bei der Reparatur. Übrigens, Pflaster für Steinschläge, wie eingangs des Beitrags gezeigt, gibt es bei Allgäuer Autoglas für Kunden gratis. Falls Sie bei Whisky als erstes an Irland oder Schottland denken, dann geht es Ihnen gleich wie fast allen Menschen. Aber auch hier in unserer Region gibt es guten Whisky. Und zwar echten Allgäuer Single Malt. Denn die Allgäu-Brennerei in Sulzberg hat unter anderem einen speziellen Whisky-Keller und trägt nicht umsonst den Namen Werkstatt des puren Genusses. Von außen hat sich in der Allgäu-Brennerei in Sulzberg scheinbar nicht viel verändert. Anders sieht das aus, wenn man sich auf den Weg in die Gewölbe unter der Brennerei macht. Denn hier befindet sich der neue Whisky-Keller. Weil immer mehr Menschen auch hier in Deutschland edlen Whisky zu schätzen wissen, hat sich Stefan Günther entschlossen, nun auch in Sulzberg vermehrt auf Whisky zu setzen. Und wie schmeckt der denn nun im Vergleich zu den großen Vorbildern aus Schottland und Irland? Es ist ein echter Allgäuer Whisky, ganz klar.
man kann das nicht 100% miteinander vergleichen, weil allein die Destillation eine ganz andere ist. Man brennt sauberer, hat deswegen nach frühen Jahren schon viel, viel bessere Qualitäten. Und am Ende hinten raus hat man einen schönen, leichten, reinen Whisky. Da kommt meist ein Single Malt raus, der hat eine schöne Malznote, eine leichte Fassnote, wirklich so, dass man das Grunddestillat noch sehr, sehr gut rausschmeckt. Der neue Whiskykeller und das vergrößerte Geschäft sind die sichtbarsten Veränderungen in der Allgäu-Brennerei. Hier kann die große Auswahl an edlen Bränden und Likören nun noch besser präsentiert werden. Eine andere Veränderung spürt man im Grunde nur dann, wenn man sich eine der Sulzberger Köstlichkeiten nach Hause zuschicken lassen möchte. Dank eines vergrößerten Lagers und damit verbesserten Abläufen können Bestellungen nun noch schneller bearbeitet werden. So kommen immer mehr Tropfen aus der Werkstatt des puren Genusses, wie es hier heißt, zu immer mehr Menschen im Allgäu und darüber hinaus. Ja, und kulinarisch geht es bei uns hier weiter. Wie wäre es mal wieder mit einem Ausflug in die Stegmühle, ins etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu? Herzlichkeit, Zusammenhalt und Qualität prägen den Gasthof schon seit mehr als 100 Jahren. Und die Stegmühle in Bissenhofen hat ihren Gästen auch so einiges zu bieten. Ein tolles Team, gute regionale Küche, einen Catering-Service sowie Biergarten und Sportsbar. Seit 110 Jahren ist die Stegmühle in Bissenhofen im Besitz der Familie Höfle. Seither hat der Gasthof alles daran gesetzt, sich ein Alleinstellungsmerkmal in der Allgäuer Gastronomie zu erarbeiten. Von klassischen Kässpatzen bis hin zu eigenen Burgerkreationen, hier wird so regional wie möglich gekocht. Ohne Reservierung am Wochenende einen Platz zu kriegen, ist da gar nicht einfach. Wir werden jetzt ein neues Projekt starten mit einem Bauer hier aus dem Ort, der mir Fleisch liefert, wo wir auch komplettes Kalb zum Beispiel nehmen und das dann weiterverwenden, über Tageskarte fahren. Wir schreiben jeden Tag eine Tageskarte. Und wir verwenden eigentlich nur Produkte aus unserer Gegend. Die Erfahrung der Stegmühle zeigt sich auch beim Catering. 300 Party-Service fahren sie im Jahr. Von der Familienfeier übers Bierzelt bis hin zur Messe. Unsere Stärke beim Catering ist die, dass wir eigentlich nur das immer berechnen, was auch wirklich verbraucht wird. Durch unsere Erfahrung bringen wir nicht zu viel Material mit. Und wir haben zwei Hänger, mit denen wir live kochen vor Ort und zu ihnen hinfahren und einfach dort Schnitzel, Burger, Fleisch, was sie möchten, Beilagen, live vor Ort in ihrem Garten kochen und so weiter. Und auch im Gasthaus ist einiges geboten. Sei es im sonnigen Biergarten, im Restaurant oder beim Fußballgucken in der Pilzbar. Selbst Wohnmobilstellplätze gibt es hier. Eine Wirtschaft für Jung und Alt ist so entstanden. Und genau deshalb ist die Stegmühle das etwas andere Wirtshaus im Ostallgäu. Natur und Tradition, das sind Dinge, die bei uns im Allgäu eine große Rolle spielen. Und was Jagd, Fischerei und Outdoor betrifft, ist Waffenbär in Kempten der Experte. Kein Wunder, denn schließlich hatte das Traditionshaus bereits 1969 seine Anfänge. Und auch mit den Trachten von Bär ist ihr Auftritt zu besonderen Anlässen immer gesichert. Bei Waffenbär in Kempten nahe des Kornhauses findet man eine große Auswahl an hochwertiger Trachtenmode. Egal ob Hose aus Hirschleder und zwiegenähte Schuhe für ihn oder ein edles Dirndl für sie, in dem familiengeführten Traditionsunternehmen findet man immer ein Stück, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann. Bei Waffenbär gibt es aber auch alles für den Sportschützen und natürlich auch für die Jagd. Eine immer wichtigere Rolle im Angebot spielen dabei Ferngläser und Wärmebildkameras, insbesondere im Jagdbereich. Von der Gams bis zum Steinbock über den Hirsch und natürlich auch im ornithologischen Bereich. Vogelbeobachtung ist etwas, was ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und hierfür brauche ich qualitativ ganz hochwertige Ferngläser, wo wir eine sehr große Auswahl hier haben. Wir haben einen sehr großen Technikeinschlag für die technikaffinen Leute. Wärmebildtechnik zum Beispiel hat im Beobachtungsbereich sehr stark Einzug erhalten. Die CNC-Technik in der Fertigung. Genauso haben wir noch viele Fans der althergebrachten Büchsenmacherkunst, unserer kunsthandwerklichen Arbeit. Ganz wichtig, unsere Werkstatt. Wir können nach wie vor alle Sachen reparieren, restaurieren und alle Sonderwünsche erfüllen. Dazu gehören natürlich sämtliche Einstell- und Wartungsarbeiten. Daneben nimmt der Outdoor-Bereich eine wichtige Rolle ein. Und auch hier gilt, wie immer bei Waffenbär, Qualität und Komfort der Produkte stehen an allererster Stelle. Aber natürlich kommt auch das Design nicht zu kurz. Schließlich soll man sich hier so richtig wohlfühlen mit den Produkten von Waffenbär in Kempten.
Meist geht es um eine langfristige Investition, wenn man eine gute Matratze kaufen möchte. Das Problem, hat man sich dann mal für eine entschieden, kann sie in den meisten Fällen nicht mehr angepasst werden. Anders ist das aber beispielsweise bei einem Allgäuer Luftbett. Denn wenn sich die Bedürfnisse des Körpers ändern, dann kann die Matratze das auch. Auf Knopfdruck oder mit Hilfe einer App auf Ihrem Handy. Mit einem Allgäuer Luftbett liegt man einfach immer gut und gesund. Ein herrliches Gefühl. Einfach ins Bett reinkuscheln, die Augen schließen und mit einem guten Gefühl einschlafen. Wer sich damit schwer tut, dem könnte ein Allgäuer Luftbett helfen. Seit 2005 bietet unsere bewährte Luftkernmatratze ein ganz besonderes Liegegefühl und ist eine echte Alternative zum Wasserbett. Ich persönlich empfinde es als Wohlgefühl. Das Allgäuer Luftbett kann bei Rücken- und Gelenkproblemen helfen, erholsamen und regenerativen Schlaf fördern. Die Matratze besteht aus unterschiedlichen Lagen, die den Liegekomfort erhöhen. Mehrere Hotels in der Region